Hallo ihr Quirlinge, die Ranger-Heldies sind im Garten der Götter, werden selbigen aber nun verlassen. Ich hoffe, ich kann hier nochmal rein, weil es hier noch das ein oder andere zu tun gibt, mit Hilfe von Talenten, über die im Moment niemand verfügt, beziehungsweise nicht in ausreichendem Maße verfügt. Und weitere XP kann ich ja auch nicht mehr sammeln, um mit einem Level-Up eines dieser Probleme zu lösen. Deswegen, in die Line. Hier in der Ecke ist nichts richtig. Nee. Deswegen gehen wir jetzt mal hier raus und erzählen mal Sheriff Daisy, was hier so vorgefallen ist. Und ich hoffe sehr, dass die Strafe für Isaac Reed ein öffentliches Vierteilen sein wird. Ich möchte Colorado Innenstadt bereisen. You let Isaac live? After he gave aid and comfort to the enemies of the Patriarch, after he helped them kill my family, you let him live? Ey, Fräulein, ihr lasst Isaac leben, nachdem er den Feinden des Patriarchen Hilfe und Trost geschenkt hat, nachdem er ihnen geholfen hat, meine Familie zu töten, habt ihr ihn am Leben gelassen? Why arrest him when you killed all those others? What made him special? Ich weiß nicht, wen du begleitet hast, aber die erste Gruppe von Dorseys ist sehr wohl verhaftet worden. Sag mal, geht's noch? Also, warum ihn verhaften, wenn ihr alle anderen getötet habt? Falsch. Was macht ihn besonders? Das hier wird Adrian niemals sagen. Er ist ein verwirrter Junge, der hat den Tod nicht verdient, nur weil er dumm ist. Sorry, aber das war mehr als eine Dummheit. Da ist eine Leichengrube, hallo? Wir wollen nicht, dass du sein Mord auf dem Gewissen hast. Das wird sie im Moment nicht interessieren. Du weißt, dass er dein Leben gerettet hat. Er musste dich nicht aus dem Haus holen, aber er tat es. Das hier war ja eh meine Argumentation in der letzten Episode. Gerechtigkeit obliegt dem Gesetz. Und der Sheriff wird ihn wahrscheinlich trotzdem hinrichten. Maybe you have it right. If I value my own personal feelings above the law, then I'm no better than a vigilante. Ich. Vielleicht habt ihr recht. Wenn ich meine persönlichen Gefühle über das Gesetz stelle, ist das lediglich Selbstjustiz. Very well. I accept your decision to let him live. But the people who are truly responsible, Neelius Dorsey and Liberty Buchanan, I will bring justice to their doors. Langsam. Na gut, ich akzeptiere die Entscheidung, ihn am Leben zu lassen, aber bei den Leuten, die wirklich verantwortlich sind, Neelius Dorsey und Liberty Buchanan, werde ich Gerechtigkeit walten lassen. Na, Liberty sollen wir aber unhaargekrümmt zurückbringen zu ihrem Herrn Papa. Übrigens, Neelius Dorsey, war das der, der Jared Dorsey auf dem Damm angefunkt hat, kurz bevor selbiger von Major Scheherazade, oder wie sie hieß, umgeschossen worden ist? War das Neelius? Ist das der Bruder von Jared oder ist Neelius nochmal ein anderer? Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, der da angefunkt hat. Also, das mit, also Neelius, ja, das wird sich vielleicht machen lassen, aber Liberty Buchanan? Nein. Will you help me find them? You can count on my guns every step of the way. Helft ihr mir, sie zu finden? Ihr könnt euch immer auf meine Waffen verlassen. Wir behalten sie mal. Ja, aus diversen Gründen. Ja, wir helfen dir. Im Gegenzug folgst du Befehlen wie ein Ranger. Of course. Good. You've got yourselves a bargain, Rangers. Naja, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Natürlich, gut, ihr habt ein Schnäppchen gemacht, Ranger. We should go after Neelius Dorsey first. Isaac said he headed west into the mountains. No doubt he plans to hole up at one of the old resorts from before the bombs fell. Wir sollten zuerst Neelius Dorsey nachjagen. Isaac meinte, er sei nach Westen in die Berge gegangen. Zweifellos hatte er vor, sich in einem der alten Ressorts von vor den Bomben zu verschanzen. I don't think we're ready to face him yet, though. Neelius will be dug in, I expect, and he'll have all his best people with him. He only left behind the expendables in the garden. Resort klingt aber jetzt nicht wie eine Militäranlage, sondern klingt eher so wie eine Hotelanlage oder so, wie was zum Wohnen. Also ein
ziviler, eher dem ziviler Komplex. Wir werden sehen. Ich glaube jedoch nicht, dass wir bereit sind, ihm gegenüberzutreten. Ich nehme an, Nilius wird sich verschanzen und sich mit seinen besten Leuten umgeben. Er hat nur die Leute im Garten zurückgelassen, auf die er verzichten kann. I thought she said she was gonna follow orders, not give them. Marshal Gwon, meinte sie nicht, sie würde Befehle befolgen, nicht welche erteilen? For now, we should head back to the sheriff. Wäre ich längst hingegangen, wenn ich nicht aufgehalten worden wäre von dir. Ach, Lupinski, sag was. Du hast die Leiche weggeräumt. Toll. Job clearing out those sons of bitches. I'd help. When the sheriff tells you to man a spot, you man the spot. Also es scheint so, dass wir hier wieder hin können. Im Moment ist das Tor hier offen, aber ich bin nicht sicher, ob das so bleibt. Okay, dann. Es wurde in den Kommentaren gesagt, dass ich hier bei dieser ganzen Stromgeschichte mit der Mikrowelle irgendwas übersehen hätte. Deswegen möchte ich es nochmal probieren. Wenn diese Sprechblasen mal weggehen würden. Du da mit der hochgesteckten Frisur. Bitte quatsch woanders. Ah, hier ist ein Blitz gewesen. Unter dem Pflaster, habt ihr das gesehen? Nochmal, der scheint irgend so eine Art Spur. Aha. Okay. Okay, hab's verstanden. Dringil? Lass mich mal raten. This is Corporal Gonzalez at Ranger Command. Who am I speaking with? This is Rosie Wong at the Sands Lux Apartments. The tap water's brown again. That's not really our department, Ms. Wong. Can I, Then you go arrest whose department it is! I'm trying to run a business here. My tenants have a right to clean water. Moment, wir prüfen erstmal deine Steuererklärung der letzten 17 Jahre, Lady. Und wenn wir da nichts finden, dann denken wir darüber nach, deine Aufforderung nach Klempnerleistungen vielleicht in irgendeine Warteliste zu setzen. Ja? Also, mit sowas kann ich ja umgehen. Es ist jetzt hier reingeblitzt. Oder? Nochmal gucken. Hier habe ich es gesehen, da war aber nichts. Also gehen wir mal nochmal zu Arik. Jetzt müsste es hier lang blitzen. Ah! Geheimversteckalarm! Wir haben was gefunden hier an der Außenwand des Museums, was man nur entdeckt, wenn man mit den Kabeln rumspielt, erstaunlicherweise. Ah! Ja, Dringil pfeift Arik zu sich. Von wegen, guck dir das mal näher an. Also, dass der Kasten vorher nicht zu sehen gewesen war, das ist auch komisch. Das kriegt Arik hin. Einmal mit dem Flammenwerfer drüber und schon schnurrt die Mikrowelle wieder und klingelt. Oh, wow! The microwave's humming again! Again, ja. Mit viel A hinten. Ja, schön gemacht, Arik. Und damit ist nun auch Strom im Museum. Da war ja auch so ein bisschen von an der Tür. Hier hat sich nichts geändert. Na gut, ja. Wollen wir jetzt diese Mikrowelle benutzen oder wofür ist das eigentlich da? Da fassen wir nicht wieder an. Merit werbt sich die Hände an der Mikrowelle. Schnapper Jimmy Bob! Thanks for getting the power hook back up to my microwave. I've got some real treats I couldn't sell without it. Powerline must have gotten busted up in the fighting. Danke, dass ihr den Strom für meine Mikrowelle wiederhergestellt habt. Ohne die müsste ich ein paar Sachen aus meinem Sortiment nehmen. Die Kämpfer haben wohl die Stromversorgung unterbrochen. Kann sein. Wir haben das da ein bisschen Geld dafür bekommen. Sure thing. Okay, gut. Vielen Dank für den Hinweis. Dieses Geblitz habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Erstaunlich.
Aber Let's Player sehen sowieso nie was. Außer mir. Ich sehe manchmal was. Brave Marshal, stop Dorsey's at Palace Gates. Patriarch alive and safe. Ah, Zeitungsjunge, ja. Moment. Hey, you're the Rangers. Well, first time we met, I didn't know you were in town. Heard all about you now. Hey, ihr seid doch die Ranger. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, wusste ich gar nicht, dass ihr in der Stadt seid. Wir haben uns in der Stadt getroffen. Wieso kannst du dann davon ausgehen, dass wir nicht in der Stadt sind? Egal. Mittlerweile weiß ich alles über euch. Okay, Schuhgröße, Namen der Ex-Frau, Schulzeugnisse, besondere Vorlieben, um nur mal ein paar Sachen zu nennen. Und Orte von Tattoos. Erzähl mehr. Nein. Was denkst du über diese Stadt? Well, it's the only safe place we've got. Vegas is gone. The robots saw to that. Refugees say the East is dying too. Might still be a couple nations out there. Motor City Combined and Buckeye Republic. But they were at war last we heard. Nun, sie ist der einzig sichere Ort, den wir noch haben. Vegas gibt es nicht mehr. Dafür haben die Roboter gesorgt. Die Flüchtlinge sagen, dass der Osten auch am Aussterben ist. Vielleicht gibt es da draußen noch ein paar Nationen. Das Motor City Kombinat und Buckeye Republic. Aber das letzte Mal, als wir von ihnen hörten, befanden sie sich im Krieg. So, ich würde jetzt antworten. Hör mal her, Junge. Hast du beim ersten Mal nicht gesagt, dass du hier für die größte und letzte und einzige Zeitung im ganzen Land arbeitest? Jetzt sagst du, dass du gar nicht alle Länder kennst, quasi, ne? Also, Widerspruch, schon wieder. Colorado's the only safe place left. And we have the Patriarch to thank. That makes this town the best place in the world, near as I can tell. Even if it isn't perfect. Colorado ist der einzige Ort, an dem es noch sicher ist. Und das verdanken wir den Patriarchen. Und deswegen ist diese Stadt der tollste Ort auf der Welt. Soweit ich das beurteilen kann, auch wenn hier nicht alles perfekt ist. Man sieht sich. You bet. Na klar. Okay, so, Daisy wartet. Daisy wartet. So, hier ist offenbar das Hinrichtungswerk verrichtet. Hell yeah. I've always got a smile for the Marshals and never piss them off. I stay in line. Horrible way to go. Of course. I think we should place the Marshals from Broadmoor. Put them here in downtown. An enemy gets all the way to Broadmoor. We've got big problems. Das Gespräch führt Adrian. Who'd make the precious 100 families? I like you already, Rangers. I asked for a favor, and you came through for me. Not only that, but you sent me Isaac Reed and his trader friends, all cuffed up and looking pretty. Ich mag euch jetzt schon, Ranger. Ich habe euch um einen Gefallen gebeten, und ihr habt euch darum gekümmert. Und dann habt ihr mir Isaac Reed und seine Verräterfreunde auch noch in Handschellen quasi vor die Tür geliefert. Seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. I'm glad we see eye to eye on that. Some of my marshals weren't so sure about you. Meiner Meinung nach sollte jemand, der ein Verbrechen in Colorado Springs verübt hat, auch nach den Gesetzen von Colorado Springs bestraft werden. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Einige von meinen Marshals haben euch ja anfangs etwas misstraut. Warum? Weil seltsamerweise ein paar Dinge aus der Asservatenkammer verschwunden sind, der, wenn ihr die Tür nicht abschließt. Wir stehen alle auf derselben Seite, nicht wahr? Damn right. It's in all our interest to keep this city safe. Das stimmt. So ist es. Es ist in unserer aller Interesse, dafür zu sorgen, dass die Stadt sicher bleibt. Now before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? Und bevor ich es vergesse, ich will euch noch Hope Emerson vorstellen. Sie hörte, dass ihr in der Stadt seid und möchte sich euch anschließen. Richtig, Hope. Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Figured I could do the same thing for you at your HQ. Assuming you'll be arresting people now and then. Es freut mich, euch kennenzulernen, Ranger. Ich habe das Gefängnis einer kleinen Stadt namens Amity an der östlichen Grenze zu Colorado geleitet. Da dachte ich mir, dass ich dasselbe in eurem HQ machen könnte, vorausgesetzt, dass ihr ab und zu mal Leute einsperren wollt. Amity got flattened by the Scar Collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the Marshals ever since, but she keeps turning me down flat. Amity wurde vor einer Weile von den Narbensammlern heimgesucht. So hat es Hope in den Westen verschlagen.
Seitdem versuche ich, sie für die Marshals zu gewinnen, aber sie lehnt immer wieder ab. We have some differences when it comes to crime and punishment. But that aside, she's smart, honorable and should be an asset to your organization. Wir haben unsere Differenzen in Sachen Verbrechen und Bestrafung. Aber davon abgesehen ist sie klug und ehrenhaft und wäre eine Bereicherung für eure Organisation. Ja, danke für die Empfehlung. Wir brauchen jemanden für diese Position. Also willkommen, Hope. Das könnte natürlich ein U-Boot sein von Daisy. Aber, ich meine, wir haben Quan dabei und, wie heißt er? Gratzky in der Basis und diesen komischen Funker. Das sind auch alles U-Boote im Zweifelsfall. Kommt es auf eins mehr auch nicht mehr an. Also, danke für die Empfehlung. Wir brauchen jemanden für diese Position. Also willkommen, Hope. Great. I'll head over to Ranger Headquarters in a bit and start fixing up your brig. I can't think of a better way to serve than to ensure that our justice is fair, even to those who transgressed against it. Großartig. Ich werde gleich rüber zum Ranger HQ. Wie soll ich es eigentlich nennen? Ranger HQ. Ranger Hauptquartier gehen. Und euren Arresttrakt auf Vordermann bringen. Für mich gibt es keine bessere Art, meinen Dienst für die Gesellschaft zu leisten, als dafür zu sorgen, dass unser Justizsystem fair ist, auch gegenüber jenen, die das Gesetz missachtet haben. So, back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Kommen wir zurück zum Geschäftlichen. Habt ihr herausgefunden, wie die Dorseys in die Stadt gelangt sind? Isaac Reed hat zugegeben, dass er ihnen geholfen hat, doch es war Farhan Pulgors Gang, die sie in die Stadt gelassen hat. Nach Aussage von Isaac Reed. Wer weiß, was der uns erzählt. Aber gehen wir für den Moment mal davon aus, dass das gestimmt hat. Ich kann jetzt das hier sagen, ohne Isaac Reed nochmal zu erwähnen, aber ich werde es tun, weil Adrian den so richtig auf dem Kieker hat. Also Isaac Reed hat zugegeben, dass er ihnen geholfen hat, doch es war Farhan Pulgors Gang, die sie in die Stadt gelassen hat. Nachsatz nach Aussage von Isaac Reed. Well, since you already dealt with Isaac, let's concentrate on Brago. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble, so him making a deal with the Dorseys doesn't surprise me in the least. Tja, da ihr euch ja schon um Isaac gekümmert habt, konzentrieren wir uns jetzt auf Brigo. Ich werde nie verstehen, warum der Patriarch ihn seine Zelte hier aufschlagen ließ. Seitdem gibt es nur Ärger. Daher überrascht mich sein Deal mit den Dorseys kein bisschen. In fact, I had a hunch he might be involved, so I sent my best man over to his nightclub, the Little Vegas, to search for a connection. Haven't heard back from him, though, and I'm a little worried. Ehrlich gesagt habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass er in die Sache verwickelt sein könnte. Also habe ich meinen besten Mann rüber in seinen Nachtclub Little Vegas geschickt, um nach einer Verbindung zu suchen. Er hat sich jedoch nie zurückgemeldet und langsam mache ich mir Sorgen. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on him? And if you happen to find proof that Brago helped the Dorseys while you're there... Well, feel free to cuff the bastard and haul him in. Sagt mal, was wäre, wenn ich euch Ranger bitten würde, ins Little Vegas zu gehen und mal nach ihm zu sehen? Und wenn ihr dabei zufällig einen Beweis dafür findet, dass er den Dorseys hilft, könntet ihr ihn direkt mitnehmen. Wir sind dabei. Take down Brago for me and I'll make sure your HQ gets the best equipped armory this side of the Rockies. Guns, ammo, armor, the whole shebang. Ah, die neue Quest, die wir gerade gestartet haben, gibt als Belohnung den Waffenarsenaloffizier. Wenn ihr Brigo für mich aus dem Verkehr zieht, sorge ich dafür, dass euer Hauptquartier die beste Waffenkammer diesseits der Rockies bekommt. Waffen, Munition, Panzerung und alles, was dazugehört. The Marshal I sent to the Little Vegas is named Delgado. Family man and the best inspector I've got. Keep him safe and I'll owe you another favor. Delgado? War das nicht der Magier Bartholomeus Delgado aus Pathfinder Kingmaker? Hieß der nicht auch Delgado? Der Marshal, den ich nach Little Vegas geschickt habe, heißt Delgado. Er ist ein Familienmensch und der beste Inspektor, den ich habe. Wenn ihr dafür sorgt, dass er heil wieder zurückkommt, habt ihr noch etwas bei mir gut. Always a pleasure, Rangers. Ja, mit Daisy kommen wir gut zurecht. So, wir haben 2 Level-Ups, leider nur... Ne, 4 Level-Ups haben wir. Dann können wir gleich in den Garten zurückgehen. Aber immer mal Level-Ups machen. Moment. Das ist
Lucy. Ja, du bist so ein Revolverheldin. Ja, ja, gut. Du bist relativ schlau. Das gewöhnen wir dir mal ab. Das kann Adrian besser. Achtsamkeit kann Dringil besser. Geschwindigkeit ist so ein Ding. Koordination. Hast du 2 Glück? Charisma. Ich glaube, ich gebe dir mal. Jetzt die neue. Moment, ich muss mal die Fähigkeit angucken. Handfeuerwaffen, ja, kriegst du weiter. Waffenmodifizierung, das werde ich bei Arik weiter steigern. Ah, Tauschhandel kannst du ja schon. Das wollte ich dir nämlich jetzt geben und überleben. Ja, also das frieren wir hier mal ein. Ich brauche jemanden, der Tauschhandel kann. Wobei, hatten wir nicht mega schlechte Preise, als wir auf dem Marktplatz gehandelt haben? Da war sie doch auch schon mit dabei. Oder ist sie erst jetzt richtig mit dabei und bisher war sie halt nur so Gast? Naja, gut. Was gebe ich? Wird ja nicht direkt durch irgendeinen Attribut gesteigert, richtig? Naja. Also, ich gebe dir Glück. Das hat bisher irgendwie noch nicht so viel. Also, haben wir noch nicht so viel und du, ja, hast da schon Punkte drauf. Also, ein Punkt Glück. Und fertigkeitenmäßig gebe ich dir Tauschhandel 1, 3, ja, 2 Punkte in Tauschhandel. Und du bist jetzt welches Level? Das ist die Panzerung. Wo sehe ich denn dein Level? Level 5. Das heißt, du hast schon einen Vorteil. Irgendwann mal bekommen. Ja, richtig. Da wäre ja schon immer schon blau bei dir. Richtig, alles klar. Gut. Dann der nächste ist dann Marshall Kwon. Wo bist du? Da. Was sind deine Fertigkeiten? Ja, du wirst vor allen Dingen einen Arschkriecher weiterentwickelt, solange ich dich halt habe, weil das hat bei mir auch noch keiner. Da bekommst du auch gleich mal einen Punkt rein. Arschkriecher. Attributsmäßig. Geschwindigkeit. Was hat Initiative eigentlich für einen Sinn? Bisher war es doch immer so, dass entweder die Gegner alle dran waren und dann waren meine Truppen dran oder meine Truppen waren dran und dann waren die Gegner dran. Wird das etwa durch die Initiative der gesamten Gruppe ausgewürfelt oder ist das irgendwie fest verdrahtet? Weil wenn die Gegner zuerst dran sind, ist das echt ätzend. Na komm, Geschwindigkeit. So. Weil da habe ich auch noch keinen, der das richtig gut kann. Dann Adrian ist, glaube ich, am interessantesten wegen Nerdkram, den wir ihm jetzt geben müssen, ganz dringend. Wir haben Nerdkram 3 in Bellamys Werkstatt. Genau. Also du kriegst jetzt Nerdkram 4. Hiermit. Hast auch nichts, was das steigert, also kann ich das genauso machen. Also muss nichts ablegen vorher. Achso, das wollte ich ja gar nicht. Attribute. Intelligenz wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kritischer Schaden steigt halt. Aber kritischer Schaden wird immer noch mit 0,7 erst multipliziert. Also wird immer, also das wird weniger. Ah, du kriegst ja wirklich Intelligenz. Du bist schlau. Und will nicht. So, Intelligenz. Und dann Merit darf auch aufsteigen. Und er darf sich einen Vorteil wählen. So. Punkte, erste Hilfe, ne, Nahkampf. Na, ich möchte dir mal Nahkampf geben, richtig? Kostet 2. Rüstungsmodifizierung gebe ich dir auch mal einen Punkt. Das kostet auch alles 2. Das ist schlecht. Aber du brauchst einen Punkt in Nahkampf. Du verfehlst so oft. Die Trefferchance, ja, die muss steigen. Neulich zweimal mit 76% daneben gehauen. Das geht gar nicht.
Also auf jeden Fall Nahkampf und dann gebe ich die Rüstungsmodifizierung. So. Und von den Attributen her spricht bei dir einiges auch für Stärke, weil du eigentlich der Haupttank sogar bist, auch wenn Arik dir im Moment sogar ein bisschen den Rang abläuft. Aber es ist halt Arik, der macht immer so Karriere in meinen Spielen. Speichern. Und du darfst ja einen Vorteil auswählen. Es ist natürlich bei dir auch die Panzerung. Steht ganz weit oben eigentlich auf meiner Wunschliste. Jetzt haben wir hier erste Hälfte. Wenn ein Verbündeter im Kampf K.O. geht, erhältst du 2 Runden lang plus 1 Kampfgeschwindigkeit. Na, nee, da ist mir die Panzerung lieber. Panzerung für Mehmet. Okay. Gibt es eigentlich auch Schilde, die man als Nahkämpfer an die Zweithand nehmen kann? Gibt es sowas? Um damit die Panzerung noch zu erhöhen, quasi. Wie auch immer. Achso, wir haben was bekommen. Als Belohnung nehme ich so eine Söldnerrüstung. Dieses Ding hier. Söldner Leggings. Die haben Panzerung 3. Und keinerlei Anforderung, was Stärke angeht. Du hast hier Panzerung 4. Das höchste wäre aber vielleicht was für Atrion. Ja, Kampfgeschwindigkeit. Ausweichen. Naja. Also Atrion, ja. Quad hat doch gar keine Hose an. Da kann die von Atrion kriegen. Ach, wir haben hier noch eine. Sag doch mal, du hast gar keine Hose an, Mensch. Trinkgier darf nicht. Ne? Genau. Und du hast auch noch keine Hose an. Ist mir egal. Na gut, du kriegst die von Atrion. Atrion kriegt jetzt die da. So, das ist dann Panzerung immerhin schon wieder auf, ja, von 9 auf 11. Gar nicht schlecht. Die geht dann an Lucia. Eine andere haben wir bisher nicht. Das hier ist eine Panzerung 3. Guck mal hier, die Söldnerrüstung eine Panzerung 4. Das wird aber unsere gepanzerten Leute nicht mehr beeindrucken. Ne, die haben 7 und 9. Ein Atrion tut das noch beeindrucken. Der hat nämlich 3 und das hier hat halt 4. Was hatten die sonst so? Ah ja, hier, die benötigt sogar 3 Stärke. Ach, dafür, da ist ja ein Aktionspunkt. Ach so, das habe ich gar nicht gemerkt. Schön, dass ich sehe. Dann ist die ja bei dir richtig. Sieht doch irgendwie cooler aus. Du hast bestimmt 3 Stärke. Aber du hast ja schon... Ach, guck mal, die hat Panzerung 4. Du hast ja garantiert 3 Stärke, richtig? Ja, hast du. Ist die bei dir gut aufgehoben? Jetzt haben wir noch 2 Speerrüstungen übrig. Dringil darf nicht. Und du hast genau so ein Ding schon. Und die sind auch nicht aufgebaut. Nö. Einen Helm haben wir noch. Panzerung 3. Aber das habt ihr ja auch alles schon. Panzerung 6. Du hast 5. Du hast schon so einen Dreier. Dringil darf nicht. Und Arik hat was Besseres. Dann kann das sie nehmen. Ich glaube bei ihr... Ja, ich würde mal sagen... Bei denen, deren Bild nicht so ein... Ne, hat, blende ich den Helm mal aus. Er wirkt ja dann trotzdem, richtig? Ja, er wirkt trotzdem. So eine kosmetische Geschichte. Trinkgeld ist egal, aber die habe ich es gemacht. Und ja, Merit, das kann so bleiben. Bei Adrion kann es auch so bleiben. Und bei Arik auch. So. Also 2 Speerrüstungen haben wir übrig. Und mehr haben wir jetzt nicht bekommen, glaube ich. Das war ja die Belohnung, diese Söldnerrüstung zu kriegen. Jetzt würde ich mit Adrion nochmal schnell in den Garten der Götter laufen. Und ich würde den ganzen Weg in die Werkstatt von Bellamy Ward überspringen, sofern da auf dem Weg nicht irgendwas passiert. Also bis gleich. Hello, Rangers. This is Gideon Reyes. I'm addressing you from Broadmoor Heights. The Patriarch has made it known that you are in need of logistical support. Und da passiert was, gerade als ich den Garten der Götter wieder betreten habe. Immer wenn wir hier sind, werden wir angefunkt. Interessant. Hallo, Ranger. Hier spricht Gideon Reyes. Ich rufe aus Broadmoor Heights an. Der Patriarch hat gesagt, dass ihr logistische Unterstützung benötigt. I can happily make a few calls, speak to a few people. In exchange, I'd like to ask that you hear me out on a proposition. Ich kann gerne ein paar Anrufe tätigen, mit ein paar Leuten sprechen. Im Gegenzug möchte ich euch bitten, euch meinen Vorschlag anzuhören. It's not a thing I really do, this ransoming of aid. But these are unusual circumstances, and Colorado Springs' future hangs in the metaphorical balance. I wouldn't be asking for such an exchange if I wasn't desperate.
So ein Quid pro Quo ist nicht wirklich mein Ding. Aber dies sind ungewöhnliche Umstände. Die Zukunft von Colorado Springs steht auf dem metaphorischen Spiel. Ich würde nicht um einen solchen Austausch bitten, wenn ich nicht verzweifelt wäre. I'll be at the church in Broadmoor Heights, and I'll tell the marshals to let you through. Come find me here. Ich werde in der Kirche von Broadmoor Heights sein und den Marshals sagen, dass ich euch durchlassen soll. Trefft mich dort. Neue Queste. Darum kümmern wir uns aber gleich. Erstmal möchte ich die Heldis jetzt da nochmal... Oh, was ist denn das hier? Was ist das für ein Symbol? Ach, das kann ich markieren. Ach so. Okay, ja, das ist schön, aber ich dachte, ich kann da hinspringen direkt. Na egal. Ich schicke die Helden mal jetzt hier hin. Und dann geht's rein. Der hier irgendwie. Der hier oben so erhöht ist, das ist derjenige, der immer vorn steht. Hab ich gerade festgestellt. Egal. Adrian, du kannst jetzt Nerdkram. Einmal muss ich auf diese Platte stellen. Das kannst du ja mal machen. Warum nicht? So, Computer. Und dieses Pflanzendesign. Und hier Nerdkram 3. Dateistruktur und Quellcode ansehen. Während ihr euch durch die Dateien wühlt, entdeckt ihr ein teilweise implementiertes Spiel mit dem Namen Bellamyland 3, das offenbar eine Karte mit dem Namen Garten von Bellamy hat. Bellamy scheint seine komplette Werkstatt im Spiel modelliert zu haben. Der einzige Unterschied, den ihr feststellen könnt, ist, dass es keinen Computer gibt und dass der elektronische Safe direkt mit dem Generator verbunden ist. Ihr startet Bellamyland 3 und euer Pflanzenavatar repariert den Generator. Und damit ist das hier auch gleich offen. Sehr schön. Wir finden eine Splittergranatöse, eine Schrottpumper, eine automatische Schrotflinte. Wir haben noch keine Schrotflinte. Das kann mit dem Handfeuerwaffen-Skill geschossen werden von Lucia. Schrotpatronen, Munition, Schrott, was ist das hier? Spannungsfreier Lauf, Waffenmod. Einfach und gleichmäßig gezogener Lauf auf einem echten Kaliber für verbesserte Geschossgeschwindigkeit. Panzerungsdurchschlag plus 1, maximaler Schaden plus 4. Minimaler Schaden minus 4. Erstaunlich, dass der minimale Schaden sogar noch geringer wird. Wo ich doch das Geschoss jetzt mit mehr Geschwindigkeit ins Ziel bringe, wenn ich den treffe. Also Minimumschaden minus 4 ist auch ein Nachteil. Warum macht eine Modifikation einen Nachteil? Hm. Naja, auf jeden Fall ist das neu und der Taschendoktor ist nicht neu. Alles nehmen. Und damit haben wir das abgehakt. War ja noch irgendwas. Das alles weitere ist hier. Schlossknacken, Tierflüstern, so ein Kram. Genau. Und jetzt geht's nochmal zurück nach Colorado Springs Innenstadt und zwar in die Werkstatt zu Jimmy Langstreck oder wie er hieß. Team November, come in. Und immer wenn ich die Karte wechsle, scheint hier irgendwas anzutriggern. Corporal Marcelo Gonzalez. Team November, bitte Antwort. Hier ist Team November, schieß los. Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments on the line. And this one might actually be something. Says she's got a tenant who might be making bombs in... Ja, ich habe Miss Wong, die Managerin des Sans Lux Apartments am Apparat. Und diese Sache könnte wirklich wichtig sein. Sie sagt, dort wohnt jemand, der eventuell Bomben herstellt. Shush, shush, shush. Let me talk to them. You're leaving out important details. Ba-ba-ba-ba-ba. Lass mich mit ihnen reden. Du lässt die wichtigen Details aus. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something, I know it. Es ist der Spinner in Apartment 3. Er wird uns alle umbringen. Aus seinem Zimmer dringt lautes Knallen und er ist nicht allein. Seine Freunde sind auch da drin. Sie planen etwas, ich weiß es. Haben Sie versucht, die Marshals anzurufen? Die Innenstadt ist Ihr Gebiet. Do you think I would have called you if the marshals had listened to me?
me there was nothing going on those other times, but this one's real. I'm sure of it. Ach, Rosie, warum, die nervt mich. Adrian, können wir mit harter Hunter was machen? Das wäre mir eine innere Befreiung. Glaubt ihr, ich hätte euch angerufen, wenn die Marshalls auf mich gehört hätten? Sie sagen, ich rufe zu oft an. Diese verdammten Faulpelze. Vielleicht war die anderen Male nichts los, aber das hier ist echt, da bin ich mir sicher. Come to the Sandslux Apartments, now! That loony's liable to blow the whole place sky high! 150 Blumen, ja. Kommt zu den Sandslux Apartments, sofort. Dieser Irre wird hier noch alles in die Luft jagen. Sorry, November. Over and out. Sei nicht mein Nachbar. Over and out, ja, danke schön. Das ist alles. What do you mean by sorry? What do you mean by sorry? Rosie. Ach, können wir die engagieren? Die möchte ich gerne mal auf die Dorseys loslassen. Egal, ich möchte Jimmy Langstreck besuchen. Nochmal. Und zwar ist er bekanntlich genau da. Denn es wurde in den Kommentaren erwähnt, dass ich hier was verkehrt gemacht habe. Oh, hier fliegen. Seht ihr das hier? Hier fliegen die Gewehre. Ist das toll. Da fliegen Gewehre durch die Luft. Naja, es sind dann wohl irgendwie... Ach nee, das waren keine Gewehre, das war der Frauenschütze. Egal. Langstreck. Handeln. Handeln. Anything for your vehicle. Ja, ja, ja. Have a look. I have a look. Es wurde nämlich gesagt, hier, dieses Ding. Dieser schwere Kasten beinhaltet alle Werkzeuge, die du brauchst, um einfache Reparaturen durchzuführen. Das gibt Mechanik plus 1. Das ist ein Item, was den Fertigkeiten, also den Skill Mechanik steigert, plus 1. Das sollte ich mir dringend leisten. Das kostet jetzt 240. Ah, das will ich aber haben. Und dafür verkaufe ich dir den ganzen Müll. Ist das nicht ein Deal? Ja, das ist ein Deal. Schön. Und diese neue Anschaffung, die kriegt natürlich sofort Arik irgendwie in die öligen Finger. Und wahrscheinlich ist das dann da zu tragen? Ja, tatsächlich. Guck mal. Was? Ach, du trägst den sogar. Guck mal. Was sieht denn? Oder? Das war hier nicht gerade was aufgetaucht bei dir, aber das ist doch das Teil von dem Gewehr. Egal. Nein, das ist falsch. Ich muss doch das hier... Egal. Was ist das hier eigentlich? Das war die Toaster-Reparatur. Wieso hast du... Ach, die hast du jetzt auch nicht mehr an. Habe ich direkt genommen wegen der Skillerei, richtig? Muss ich dran denken, wenn ich einen Toaster finde, dass ich mich doch um einen Punkt besser machen kann, falls das notwendig wird. Okay, gut. So viel dazu. Das war wichtig. Denn sonst fluche ich bei der nächsten Gelegenheit, dass wir nicht genug Mechanik-Skill haben. Und hier konnte ich mir einen Punkt umsonst quasi dazu holen. Für statt mit $240. Jetzt gucken wir mal die Quest, ins Questbuch. Unser Ruf. 100 Familien ist, boah, auf gutem Wege. Die Marshalls finden mich zunehmend gut. Die Flüchtlinge, naja. Missionsblock. Unerwünschte Gäste ist Level 5. Und volle Hütte, gut, das geht automatisch. Sekundärmission. Big Trouble in Little Vegas. Ach nee, unerwünschte Gäste. Was war das? Ach, das war die Quest in Broadmoor Heights. Wir machen mal die Sekundärmission jetzt. Lass mich doch mal ausblenden. Big Trouble in Little Vegas. Das ist das, was uns Daisy erzählt hat. Und sei nicht mein Nachbar ist das, was uns die andere Lady erzählt hat. Alles kein Problem für uns, was die... Oh, grenzgerechtigkeit haben wir das denn bekommen? Ach, das ist Lucia. Wir machen mal jetzt... Wir gehen mal zu Mrs. Wong. Ich will die mal kennenlernen. Das ist bestimmt lustig. Da schaue ich das mal in der Karte, wenn ich jetzt hier... Ich kann irgendwie nicht die Kamera irgendwo hin bringen. Oder? Nee. Ich muss wirklich hier manuell hingleiten. Erstaunlich. Also das hier sind die Sandslux Apartments, also die Apartments ohne Licht. Und da geht mal Adrian rein, um Madame Kwong etwas entgegensetzen zu können. Also Adrian führt an. This is the Sandslux Apartments. Who's there? Ja, Sandslux Apartments, wer ist da? Wir sind die Desert Ranger. Wir wollen mit Miss Wong sprechen. What? You're here? I don't believe it. Was? Ihr hier? Ich kann es nicht glauben. Come in, come in.
Ach, jetzt auf einmal. Sie ist zahm wie dein Kätzchen, wie Major Tom. Bist du sicher, dass du in die Apartments reisen möchtest? Eigentlich bin ich mir da nicht sicher. Sans Lux ist also Nomen est Omen. Oh, dieses Bett. Naja, aber das ist wahrscheinlich eine der besten Unterkünfte, die man hier noch kriegen kann. Die Pflanze rechts, die tut mir leid. Hier gibt es bestimmt auch Ratten, oder? Das Bild hängt schief, das nervt mich. Was da so komisch an der Decke ist, das so rund. Ach, das ist bestimmt der komische Lichtschein, wenn man das so nennen möchte. Nun gut, lade mal. Rosie Wong, da ist sie. Rosie Wong erwartet euch schon, eine Zigarette rauchend. Als sie euch sieht, lächelt sie. Ihre Zähne haben die Farbe von Karamell. Den letzten Satz hätte ich nicht gebraucht, Spiel. I can't believe you came. Those goddamn marshals never come. They think I'm a pest. I'm vigilant, is what I am. V-I-G-I-L... Ich kann gar nicht glauben, dass ihr wirklich gekommen seid. Diese gottverdammten Marshals kommen nie. Sie halten mich für eine Pest? Pah! Ich bin wachsam, das ist alles. W-A-C-H. Sie nimmt einen tiefen Zug. A-N-T. Anyhow, I hope you're ready for trouble, Rangers. Cause I got a situation here. S-A-M. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid bereit für Ärger, Ranger. Denn ich habe ja tonnenweise Ärger für euch. Oh, come on, Rosie. I always came when you called, didn't I? Ach, Rosie, ich bin doch immer sofort gekommen, wenn du angerufen hast, oder nicht? Auf die Tour erreichst du aber ja gar nichts, glaub mir. You're with the Rangers now, Quan? Well, you were one of the better ones. I'm glad you're out of that martial racket. Das lief doch überraschend gut, hätte ich nicht gedacht. Sie hält ganz viele Katzen, das will auch was heißen. Du bist jetzt also bei den Rangern, Quan? Na, du warst ja schon immer einer von den Guten. Ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr bei diesen beknackten Marshals bist. Adrian, komm gleich mal zur Sache. Warum halten dich die Marshals für die Pest? Because I asked them to do their job. They hate that, the lazy, fat-ass carbuncles. If they never did a lick of work in their lives, it would be too much for them. Ugh. Weil ich ihnen gesagt habe, dass sie ihren Job machen sollen. Das hassen sie, diese fetten, faulen Sandsäcke. Die würden morgens nicht mal aus den Betten kommen, wenn sie nicht mal scheißen müssten. Humph. Jetzt hat mein YouTube-Video wieder runtergeregelt durch dieses Wort. Was ist dein Problem mit den Marshals? They're bought and paid for. Sure as hell never help ordinary citizens, let me tell you. Unless you pay them extra. But I never pay anybody until they earn it. Pa! Die muss man kaufen, wenn man ihre Hilfe will. Für einfache Bürger würden die keinen Finger krumm machen, das sage ich euch. Aber ich zahle niemandem irgendetwas extra, bevor er es verdient hat. Um welchen Ärger geht es? The guy in room 3. Irv. He's not supposed to have anybody else living there, but I hear voices in there all the time. They're always banging on stuff, and I can smell burning and bleach and I don't know what else. Make him stop it or throw him out. Either one is fine with me. Der Typ in Apartment 3, Earth, er darf da nur alleine wohnen, aber ich höre die ganze Zeit noch andere Stimmen. Da wird ständig auf Sachen geschlagen und es stinkt nach Verbranntem, Bleiche und was weiß ich was allem. Sorgt dafür, dass er aufhört, oder werft ihn raus. Mir ist beides recht. Bist du mal in das Zimmer reingegangen? I can't. The shifty bastard's put his own locks on the door. That's how I know he's up to no good. Das kann ich nicht. Dieser durchtriebene Penner hat seine eigenen Schlösser an der Tür angebracht. Als ob das nicht verdächtig genug wäre. Das würde ich auch, wenn ich hier wohnen würde. Apartment room 3. End of the long hallway. The door is on the right. Apartment 3, am Ende des langen Flures. Die Tür auf der rechten Seite. I know he's up to something. I just know it. Okay, Rosie. We got it. Rosie! So. Das sind ja doch einige Räume und ich werde mich natürlich am Anfang kolossal verlaufen, hier absichtlich. Und Dringil erstmal völlig verirrt in jeden Raum reinschicken, um zu schauen, was da so alles ist. Beziehungsweise werden natürlich die Apartments, die nicht Apartment 3 sind, auch nicht weiter durchsuchen. Also zumindest nicht offiziell. Wobei Adrian und Dringi da durchaus einen gewissen Deal miteinander pflegen.
der, von dem Merritt nicht unbedingt was wissen muss. Und die anderen auch nicht. Und was Dringy dabei möglicherweise entdecken wird, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin!